und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Wir kennen alle den Cistern-Trailer von SCS, den wir ja alle haben. Und den hat MD-Modding nochmal komplett überarbeitet. Und die wollen wir uns heute hier nochmal ein bisschen anschauen, was hier alles so mit dabei ist. Natürlich Unable, ganz klar, schöne Geschichte. Und wir haben drei Achsen. Hier lackierte Variante oder dann hier schwarz. Dann haben wir noch drei Skins am Start, finde ich gut. Oder einfach Benutzer definiert, kann auch schwarz machen oder rot oder whatever. Das ist dann euch überlassen. Ne? Dann haben wir hier noch mit dabei, da können wir mal gucken, was noch alles mit dabei ist. Was steht hier noch hier? Warte, pass auf, wir haben mal Black, Chrom oder lackiert. Dieses Riffelblech hier, ne? Sieht ganz cool aus. Dann haben wir hier an der Seite noch die ganzen Staukästen hier. Die gibt es dann schwarz mit Chrom lackiert. In ganz vielen Varianten. Oder auch hier mit dem Feuerlöscher oder mit der Box. Die kennen wir ja alle von SCS. Macht natürlich Sinn, dass man einen Feuerlöscher mitnimmt. Klar, weil wenn die Kiste brennt, dann wirst du einen Feuerlöscher brauchen. Eigentlich nicht. Dann fangen an zu laufen, gut ist. Ja, genau. Wie schon gesagt, dann hier noch die Box. Und dann kommen wir mal zum Heck. Da gibt es nämlich drei verschiedene. Den Bumper Chrom. Hamburger nennt sich der. Krieg ich gleich Bock auf Mackie. Oder die hier. Oder dann diese lackierte. Ich finde die fast besser. Die lackierte gefällt mir nicht so. Und wenn ihr dann noch die passenden Positionsleuchten habt hier für den Trailer, dann dürft ihr natürlich ja dementsprechend es auch hinmachen. Rechts und einmal links. Ja, sieht dann ganz schick aus. Schmutzlappen. Ach nee, ist ja schon mit dabei. Genau. Schmutzfänger ist dann so mit dabei. Aber ist ein bisschen der falsche, weil es müsste bei mir hier genau andersrum sein. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen doof, was Schmutzfänger betrifft. Weil bei mir wäre der blaue Pfeil eher auf der linken Seite und der auf der rechten Seite. Aber das ist jetzt hier ein bisschen schief gelaufen anscheinend. Oh. Genau. Also Schmutzfänger passt jetzt hier vielleicht nicht so ganz. Könnte man vielleicht noch abändern, wer es möchte und wer es kann. Ja, so, wir bestätigen die ganze Mühle mal hier. Wir kaufen den natürlich. Wir wollen uns ihn auch ein bisschen anschauen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Fracht passt. Warum passt die Fracht? Weil es ja der Original SCS-Trailer ist. Und da werde ich jetzt keine Bedenken haben und sagen, um Gottes Willen, das wird nicht passen. Doch, das passt. Liebe Leute, passt auf, zeige ich euch. Hier, Chuck. Frachtmarkt. Wir haben hier ganz normal Öl, Benzin und alles, was so dazu, alles, was brennt und kugelt, könnt ihr hier dann damit rumfahren. Passt, perfekt. So, jetzt hier mal zum Trailer. Klar, wir haben Trailerkabel, wir haben eine Liftachse, haben wir mit dabei. Da ist sie. Moment. Rupp, da ist sie. Also es funktioniert ja eigentlich alles, was funktionieren soll. Ist ja der Original SCS-Trailer. Da halt nur ein bisschen umgebaut von MD-Modding. Und ja, deshalb braucht ihr hier keine Bedenken haben, dass hier nicht funktioniert, sondern das läuft erste Sahne. Ne? Oh, können wir mal gucken, die Animationen der Stützen hier auch. Die sind ja hier versteckt ein bisschen. Ne? Das ist das, was hier unten ist. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist ein, warte mal, ich gehe mal gegen der Sonne hier unten. Das ist praktisch hier die Stütze, die Animation. Seht ihr das? Da kann man es gut sehen. Und was natürlich nicht zu vergessen ist, hinten auch hier unser Trittbrett. Moment, so sieht man es besser. Passt auf. Chuck. Geht dann natürlich hoch, wenn ihr irgendwo beim Laden seid, logisch, oder? Genau, das geht dann auch wieder runter, wenn ihr den Trailer ankoppelt. Also das passt ja auch. Wir kommen ganz kurz zum Lichttest. Ich meine, allzu viel brauche ich zum Lichttest, glaube ich, nicht sagen, oder? Wir haben hier die Bremse raus. Positionenleuchten an der Seite, das sieht man hier eigentlich ganz schön. 1, 2, 3 Stück an der Zahl. Wir haben hier ein paar Lampen dran, so wie hier Positionsleuchten und dort auch. Ne? Das sieht man eigentlich ganz gut. Rückwärtsgang. Bremse, Blinker, das läuft alles hier eigentlich noch. Brauchen wir nichts erklären, oder? Was auch sehr interessant ist hier, diese, es gibt auch hier diese Reflexionsstreifen, ich weiß nicht, ob man die erkennen kann, die fangen dann an mit zu leuchten. Seht ihr das? Das reflektiert, also das leuchtet hier mit. Sieht sehr witzig aus. Warum auch immer. Ob das so gewollt ist, mag ich zu bezweifeln, weil die sollen ja eigentlich nur reflektieren und nicht leuchten. Aber die leuchten halt hier jetzt mit. Los geht's mit dem Scania Next Generation und natürlich hier unseren Cistern-Trailer von SCS Reworked. Von MD-Modding aus dem SCS-Forum. Da schon mal vielen Dank für die coole Arbeit. Und ich finde, das sieht auch richtig stark aus. Ne? Denn die Original-SCS-Trailer, ihr wisst ja, die sind meistens nicht so der Hit. Und deshalb bin ich immer auch ganz froh, wenn da hier ein bisschen an den Original-Trailer ein bisschen gebastelt wird, weil es sind einfach die Standard-Trailer, die wir ja einfach im Spiel haben, muss man ja dazu sagen.
Und viele haben ja auch zu Hause auch nicht so einen guten Rechner, weil viele sind auch noch jünger oder die haben nicht die Kohle dazu, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Und dann kann man froh sein, wenn man solche Trailer hat, die original auf SDS-Basis basieren und einfach nur reworked sind. Einfach ein bisschen schicker aussehen. Und dann, glaube ich, ist das einfach für alle richtig gut. Die wirken gleich viel besser und sieht einfach gleich viel schicker aus, oder? Sag mal, was du willst. Ich finde ihn so viel besser wie den originalen. Ist so, ne? Ich finde ihn ganz cool. Habt ihr noch Fragen dazu, zu dem Mod hier? Dann dürft ihr es gerne machen. Einfach kommentieren oder im SDS-Forum nachfragen. Link dazu in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da, ein Abo, dann kann ich nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Zisterntrailer. Jetzt wird es eng hier. Die Polizei war es auch noch. Egal. Dann lasst einen Daumen da und wir sehen uns. In diesem Fall macht's gut, bis bald und adios. Jetzt muss ich eine Biege machen hier, plus weg hier. Siehst du? Komm gar nicht hinterher. Passt, check. Tschüss.